Hallo, heute soll es darum gehen, Heiden, Hexen, Wicca, ist das alles das Gleiche? Das werde ich nämlich hin und wieder mal gefragt, insbesondere Wicca und Hexen, ob das das Gleiche sei. Und die Frage möchte ich hiermit beantworten. Gleich vorab Quellen, weiterführende Literatur und so weiter packe ich in die Videobeschreibung. Also wenn dich das Thema interessiert und du dich da gern weiter noch ja, vertiefen möchtest, habe ich hier ein paar Quellen für dich. Ich starte mit dem an sich, ja, mit der größten Gruppe. Das sind die Heiden. Heiden sind im Grunde alle, die ja keinem monotheistischen Glauben angehören, also die keine Christen, Juden oder Moslems sind. In unserer ja spirituellen Hexen-Community wird Heide aber eher so verstanden als naturbasierte Spiritualität. Und ja, es wird sich auch oft bezogen auf die vorchristlichen Kulturen, Kelten, Germanen, Griechen, Römer etc. pp. Also spielt hier auch, insbesondere in unserer Community, Polytheismus eine große Rolle. Aber auch Atheisten gehören per Definition zu den Heiden. Bei den Hexen wird das Ganze schon etwas komplizierter, denn Hexe ist nicht so wirklich definiert. Bei der Wortherkunft ist man sich auch nicht so ganz sicher, aber man nimmt an, dass das Wort Hexe sich ableitet von Hagazusa bzw. Hagzissa, was beides in etwa so viel bedeutet wie auf dem Zaun sitzend. Ein Zaun ist eine Grenze und wenn man da drauf sitzt, sitzt man zwischen diesen Grenzen, man sitzt zwischen zwei Welten im Grunde. Das lässt die Vermutung zu, dass das letztlich auf schamanische Wurzeln zurückgehen könnte. Die Schamanen, wie auch in anderen Kulturen Druiden oder ich glaube die Völvers, also Seher im Germanischen, haben genau diese Aufgabe gehabt, zwischen den Welten zu vermitteln. Zwischen der geistigen Welt und ja, der alltäglichen Welt. An sich ist die Hexe allerdings nicht fest definiert, insbesondere heutzutage nicht. Hexerei ist eine Praxis, man kann es auch als spirituellen Weg gehen. Hexe sein kann jeder. Das können Christen sein, das überrascht immer viele, aber auch das ist möglich. Das können Atheisten sein, die also an gar keine höheren Kräfte irgendwie glauben. Das können auch Leute sein, die mit unterschiedlichen Göttern arbeiten, mal aus einer Kultur oder aus mehreren Kulturen. Also da gibt es wirklich keine feste Definition. Nun zum Wicca. Wicca wurde von Gerald Gardner in den 1950er Jahren ja, in die Welt gebracht. Gerald Gardner war Mitglied im Rosenkreuzerorden. Das war oder ist ein hermetisch-kabbalistischer Orden. Hermetisch-kabbalistisch bedeutet, der Orden bezog oder bezieht sich auf altgriechische Glaubenskonzepte und auf jüdischen, aber auch christlichen Mystizismus. Außerdem war er Mitglied im OTO, einem sexualmagischen Orden. In diesen Orden hat er entsprechend insbesondere natürlich Zeremonialmagie erlernt und diese Erfahrung hat er dann in Form von Wicca mit dem Heidentum verbunden. Mit dem Heidentum verbunden, damit meine ich Gott und Göttin und ein mehr naturbasierter Fokus, als es in den Orden der Fall ist und war. Gott und Göttin gab es in der Form zuvor nicht. Also es gab natürlich unterschiedliche Göttinnen und unterschiedliche Götter. Und es gab auch das männliche und weibliche Prinzip, auch schon in den Orden. Aber in der Form, dass man eine Göttin und einen Gott anspricht, das gab es zuvor nicht. Wenn man Göttin und Gott angesprochen hat, dann waren das spezifische Göttinnen und Götter, wie zum Beispiel Isis und Osiris bei den Ägyptern. Aber es gab das gesamte Weibliche als Göttin und das gesamte Männliche als Gott anzusprechen, das gab es zuvor wohl nicht. Gott und Göttin haben natürlich auch eine eigene Mythologie, nämlich Gott und Göttin im Jahreskreis. Die basiert in großen Teilen auf ja, keltischen Vorbildern. Und was kein Wunder ist, denn Gerald Gardner war Engländer, insofern hat er sich natürlich an dem orientiert, war also was in der Natur in England war und was halt die Vorfahren gelebt haben, soweit man es zu diesem Zeitpunkt wusste.
Natürlich gab es noch weitere Einflüsse auf Jared Gardner selbst und auch auf Wicca insgesamt. Zum Beispiel von Aleister Crowley stammt der Satz: Tue, was du willst, sei das einzige Gesetz. Was dann im Wicca wurde zu: Tue, was du willst, aber schade keinem. Mit der Zeit haben sich dann unterschiedliche Strömungen entwickelt und ja, durch die Einflüsse unterschiedlicher Personen, insbesondere Frauen, wie zum Beispiel Starhawk, ist da ganz groß zu nennen, hat das Weibliche, also die Göttin, immer mehr an Bedeutung gewonnen im Wicca. Von Anfang an hatte Wicca sehr viel Zulauf, sehr viel Zustimmung, insbesondere natürlich von Frauen, dadurch, dass hier auch eine Göttin präsent war und nicht nur ein Gott. Und dadurch, dass auch die Göttin immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Soweit ich weiß, ist Wicca inzwischen in den USA, in Großbritannien und in Kanada als Religion anerkannt, glaube ich. Im Zweifel, wenn dich das interessiert, recherchiere da nochmal nach. Damit hat Wicca auch das Hexentum immer stärker weiter verbreitet, denn da hat sehr schnell eine Vermischung stattgefunden. Insbesondere in den 1990er Jahren bis Anfang 2000 wurde in Büchern zu Magie, Hexerei das Wort Wicca sehr häufig synonym verwendet für Hexe. Das hat zu einer, ja, Vermischung dieser Begriffe geführt, weshalb das inzwischen teilweise schwerer ist, voneinander zu trennen. Ein guter Hinweis ist es immer, wenn in dem Buch von Gott und Göttin die Rede ist, dann weiß man, okay, hat Wicca Wurzeln. Auch die meisten Bücher, die ich euch hier bisher so vorgestellt habe, basieren zu großen Teilen auf Wicca-Vorstellungen. Was ich persönlich etwas schade finde, in manchen dieser Bücher wird gerade diese Mythologie von Gott und Göttin im Jahreskreis teilweise als uralt, als vorchristlich dargestellt, explizit als vorchristlich genannt und das ist einfach so in der Form nicht nachgewiesen. Diese Bücher haben dazu geführt, dass das heute ja recht schwer voneinander zu trennen ist. Und in vielen Büchern, insbesondere im deutschsprachigen, kenne ich wenige, die nicht letztlich auf Wicca basieren. Um das Ganze vielleicht so ein bisschen in Zusammenhang zu bringen, also Heiden, Hexen, Wicca. Wicca gehören eindeutig zum Heidentum, nach jeder Definition, denn wir haben zwei Götter. Nicht nur einen Gott wie im Monotheismus, sondern halt Gott und Göttin und damit gehört das ganz klar in den Bereich Heidentum. Bei den Hexen auch da, die nehmen sich ständig raus, wieder etwas schwieriger. Eine Hexe kann Wicca sein, wenn sie nämlich mit Gott und Göttin arbeitet. Eine Hexe kann aber auch Atheistin sein, nämlich gar nicht an Götter glauben, dann gehört sie definitiv auch zu den Heiden. Eine Hexe kann auch, wie gesagt, mit anderen unterschiedlichen Göttern arbeiten, damit wäre sie ebenfalls im Heidentum. Eine Hexe kann aber auch einem monotheistischen Glauben angehören, sie kann nämlich zum Beispiel auch christlich sein. Christ und Hexe, damit ist sie nicht heidnisch, denn sie ist monotheistisch und natürlich auch nicht Wicca. Ich hoffe, ich konnte dieses Kuddelmuddel ein klein wenig entwirren. Wenn ja, dann gib mir gerne einen Daumen hoch. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dich aber für Hexerei und Magie, spirituelle Themen interessierst, dann abonniere auch sehr gerne meinen Kanal. Ich mache alle 2 Wochen ein neues Video. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!